So, Wochenende, Lütze. Prost. Machen wir jetzt überhaupt? Trinken wir mal ein Bierchen oder was? Na, erstmal. Irgendwie langweilig, ne? Was machen wir? Wir essen eine Kartoffel. Wir essen eine Kartoffel, aber nicht so. Mit Paprika. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Und was ist hier? Tomatensalat? Ja, veganes Champignons. Rindfleisch. Veganes Rindfleisch. Ja, na, vegan. Rindfleisch ist immer vegan. Du hast ja schon mal gesehen, dass ein Rindfleisch los, ist. Los, Werkzeug hoch. Werkzeug. So, herzlich willkommen beim Borgheide Promi Kochen. Heute wird Gulasch gemacht. Ungarisches Gulasch. Und was macht man zuerst, wenn man kocht? Man kippt ordentlich eine Flasche Bier in den Koch. Genau. Prost. Prost. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Wo hast du das Bier? Gut, Prost. Darauf trinken wir jetzt. Prost. Ist die Suppe schon fertig? Nee. Warte. Ja. Die Suppe fertig. Bier? Bier. Los, Bier trinken. Prost. Darauf trinken wir jetzt. Prost. Ist die Suppe schon fertig? Nee. Synchronität! Warte, warte, warte. Oh, was ist das denn hier? Alter, wer hat das geschnitten? Ach so, das ist Schmalz. Ich wusste gar nicht, dass Gulasch machen so eine traurige Angelegenheit ist. Warum heulst du? Hast du nicht eine Taucherbrille? Zwiebeln. Ja, Zwiebeln gehören natürlich auch in einen Gulasch rein. Das heißt, ohne Zwiebeln gibt es keinen Gulasch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wie viele Finger hatten wir vorher? Finger? Gulasch kommt übrigens aus Ungarn, ne? Und Ungarn heißt übersetzt Hungary. Wobei Hungary wahrscheinlich wieder die Übersetzung von ganz viel Hunger auf Gulasch ist. Und wenn man Gulasch rückwärts ausspricht, ist es genauso lecker. Lecker, lecker. Nicht, Finger weg. Nein. Nicht da. Aus. Du. Aus, aus, aus. Wusstest du eigentlich, dass Königin Kleopatra jeden Tag in Gulasch gebadet hat, um jung und schön zu bleiben? Das mache ich auch hoch. Das mache ich auch hoch. Machst du jeden Tag so einen Topf Gulasch? Ja. Zum Baden aber nur. Essen tust du es nicht. Kriegst doch Hund hinterher. Pause! Na geht doch. Wie jetzt hier? Gulasch ist übrigens das einzige Fleischrezept, was von Veganern akzeptiert wird. Das ist ja vegan. Rindfleisch ist doch vegan. Warum weinst du? Es ist so traurig. Ist es? Die armen Zwiebeln, alle kaputt. Die können sich nicht wehren. Was? Was? Finger hau ich doch gleich mit in die Suppe. Zwiebeln schneiden, Matze. Noch mehr Zwiebeln schneiden oder schon trinken? Okay. Hm. Fertig mit Zwiebeln. Guck mal da. Überraschung! So, jetzt kommen wir zu dem Röstaromen. Ja. Jetzt fängt es an zu ziehen. Jetzt müssen wir langsam aufpassen hier. Jetzt brauche ich mal ein Bier. Ein dunkles, schwarzes Bier. Moment. Jetzt kommt erstmal eine Handvoll Zwiebeln rein. Für die Röstaromen.
gar kein Fett mehr drin. Ne? So, Matze. Jetzt bitte ein Bier. Nein, ja, da rein. Das schön Ganze? Schön reingießen. Reicht. Hier rein. Reicht. Hier rein. Jetzt? Riechst du die Hefe? Mach das Bier da rein. Ganz rein, das Bier. Ab, ab. Rein hast du es gemacht. Zwiebeln. Zwiebeln, Matze. Guck mal hier. Und die bringen nochmal so richtig schön Zwiebelgeruch. Jetzt ist eine Zwiebelsuppe geworden. Es tut mir leid, sollte ja genug, aber jetzt ist eine Zwiebelsuppe geworden. Das was wird. Oh, das war fast der Kübel runtergefallen. Gut, dass niemand weiß, dass sie Suppenkasper heißt. Gut, dass niemand weiß, dass sich in die Suppe. Suppenkasper. Gut, dass niemand weiß, dass sich in die Suppe. Was ist denn Paprika? Bring mir mal bitte den Paprika, Matze. Bin ich dein Knecht hier oder ja, was? Los ran hier, Junge. Oh, ja, Mann, ey. Junge. Oh, so, nee, früher war, wie war das mit dem Koch früher? Datsch! Gab so, ne? Früher gab's Haue, ne? War das nicht bei so einem Märchen gewesen? Oh, nicht alles. Reicht. Warte, drei Stück. Braucht der meiste. Warte. Warte. Nee, das ist groß. Das ist gut. So. Auch nur so viele. Lutze, Pause! Pause, komm mal, komm mal! Oh, wir sitzen hier voll im Rauch, Junge. Junge! Prost, Matze! Wir haben es ja fast geschafft. Guck mal, aber das sackt schon wieder zusammen, siehst du das? Sieht gut aus, oder? Erstmal kommt jetzt noch was drauf. Chili, lecker Chili. Du hast da was am Auge. Chili. Matze, bitte. Oh, Matze. Oh. Riech mal, das riecht schon gut. Muss noch ein bisschen. Noch Gewürze. Lutze, letzte Zwiebel ist fertig. Feierabend. Nee, Matze, so haben wir nicht gewettet. Guck mal, was ich hier für dich habe. Nö. Schneiden. Meins. So. Jetzt Feuer, da kann ich noch kennen. Feuer. Ja, wenn es ans Arbeiten geht, dann verpisst sich der feine Herr hier und macht nur noch den großen Koch und schön im Topf rumrühren. Ne? Haha, meckerst du rum, oder? Nö, hörst du zu? Sag mal, Roswitha, was ist denn los? Wollen wir ein Eierlikör trinken? Lass dich mal die Kartoffeln alleine schneiden. Bevor wir nicht fertig sind, kriegst du den Stoff, mein Freund. So, Matze, hast du den Knoblauch schon? Vampire haben keine Chance heute. Knoblauch ist was Leckeres, weißt du da? Lass die Kartoffeln weg, wir machen Knoblauch rein nur. So, was macht denn deine Kartoffelsuppe? Oh, Kartoffeln. Pass auf. So, jetzt haben wir alles drin. Kleiner hätte der Topf nicht sein dürfen, wa? Nee. Prost übrigens. Prost. Prost. Auf euer Wohl. Man muss beachten, dass wenn man kein Bier trinkt, wird es mit der Gulaschsuppe nie was. Nee, das funktioniert einfach nicht. Oder? Ich glaube, nachher kommt gleich der Spruch, ohne Eierlikör funktioniert das nie. Ach so, ja stimmt, jetzt wo du das sagst, Eierlikör fehlt. Lutze, an welcher Stelle stehen wir jetzt mit dem Gulasch? Also wir sind jetzt an dem Zeitpunkt angekommen, wo die Zeit handeln muss. Die Zeit. Der Gulasch braucht Zeit. Stunden. Jetzt braucht er noch 2 Stunden mindestens. 2 Stunden. Und ganz wichtig,
Eierlikör. Ohne Eierlikör wird das hier nichts. Ohne Eierlikör. Ich gehe ja schon, hat sie gesagt. Ohne Eierlikör brennt uns die Suppe an. Schön, was machst du da eigentlich? Viele Köche sollen ja den Brei verderben. Ich mache einfach mit. Wenn die Suppe am Haken hängt, dann wird erstmal ausgeschenkt. Bitteschön. Guck mal, jetzt geht's. So, es läuft, es läuft. Prost! Auf den Koch. Wenn das nichts wird. Auf den Koch. Der gehört doch eigentlich in die Kopperschale, oder? Ins Gulasch. Du wolltest in den Gulaschrank gehen. So. Und jetzt kommt nämlich der Trick, der Geheimtrick mit dem Eierlikör. Der kommt hier in die Suppe. Lütze, guck nach der Suppe. Riecht angebrannt. Nee, die ist nicht angebrannt. Ich geh mal gucken. Was machst du da eigentlich? Gleich wie du. Ach, faulen. Wie sind wir denn hierher gekommen? Suppe. Warum trinkst du jetzt den Eierlikör alleine? Wieso? Ist der für alle? Komm her, komm. Das war ein Schuh. Lass mal noch 10 Minuten liegen. Wow! Was? Weißt du, wenn du Rindfleisch wegfrisst, heult der Hund. Wolf. Der Wolfshund. Einmal frei. Das kommt schon gut. Lass es weiter köcheln. Es ist einwandfrei. Fehlt echt noch jetzt noch ein bisschen Brühe. Na, kann noch ein bisschen. Das ist das Problem beim Kochen, wenn die Leute Hunger haben. Kochen kriegt man keinen Hunger, nee. Was ist mit Hunger? Anne, Prost. Anne, hol mir mal einen Becher. Es gibt heute übrigens keinen Gulasch mehr. Gleich, Mama. Schön langsam. Nochmal. Hier nochmal. Was würdest du noch reinmachen? Salz. Das wird nicht versalzen, die Suppe. Fünf Köche, acht Meinungen. Das geht nicht, da ist mehr drin auf deinem Teller. Du hast mehr Fleisch als ich. Kann jetzt nicht sein. Ich mag keine Gulaschsuppe. Nee? Nee. Was hast du denn gekocht die ganze Zeit? Ich möchte Torte. Ich will keine Gulaschsuppe. Nicht. Stefan, Suppe! Mahlzeit! Na denn. Mal gucken, was geworden ist. Erdbeerkirsch. Es ist nicht unlecker. Was sagst du? Was soll ich sagen? Wir haben gekocht, soll ich sagen, schmeckt nicht gut oder was? Ich müsste Traum. So, das war's für heute. Wir waren so was von am Kochen. Ja, ich habe endlich halt mal wieder richtig gekocht. Endlich hat der Lutz mal wieder was zu essen gekriegt. Ganze Woche nicht. Hat er total nichts zu essen gekriegt. Na, ich habe in den letzten Monaten öfter gekocht, aber zu essen gab's nicht. Hast vor Wut gekocht? Hm. So. Tschüss von der heutigen. Was ist denn los? Musst du pusten vorher? Hast du das nicht gelernt als Kind? Heiß, ich muss ja, essen. Musst du machen. Hat lecker geschmeckt. Leute, ihr habt es gesehen, wie man es macht. Und wenn ihr wirklich mal möchtet, dass wir eine richtig geile Gulaschsuppe machen. Ruf bloß kommen, nicht an. Da ist der Erste. Bis tschüss. Gleich. Gulasch ist so lustig. Wohin waren die auf der anderen Seite? Die haben uns eingekreist. Die kreisen jetzt überall Wölfe, die wollen Gulasch fressen. Natürlich. Natürlich. Richtig. Mit so einem Zähnen.
Richtige Wölfe. Blutrünstige Tiere. Wolfsschrei. Geh mal ruhig alleine raus. Du hast eben Gulasch gegessen. Das riechen die. Viel Spaß. Oh!